Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Witcher. So, ich würde sagen, wir gehen mal raus und schauen uns ein bisschen um in der Welt. Umland von Vizimar. Da ist ein Zwergenschmied. Ja, mal gucken, was es draußen gibt. Ich war hier so lange schon unterwegs. Kann ich jetzt raus? Ja, ne? Am Tag geht's wahrscheinlich. Schöne Kitty! Wo bist du? Die Katzen sind hier unterwegs. Gut, Schöckraut. Ja, alchemistische Zutat. Ah, genau, da ist Rebis und Nigredo enthalten. Ja, das ist gut. Hier ist noch auf unbekanntes Kraut, noch mehr Schallkraut, neue Region. Kaufmann. Ja, gut. Ja, ich laber erstmal drin mit allen. Ich will es erstmal abschließen, bevor ich hier rumrenne und irgendwelche Sachen mache. Was haben wir hier? Die Karte? Ah, okay. Mhm. Okay. So, mal schauen. Söldner, Reisender, Fallstelle, den Kräuterkundler kenne ich schon. Ja, sonst irgendwelche unnötigen Leute. Ah, kann ich vielleicht da vorne auch wieder raus? Das wäre mal interessant zu wissen. Tödöm, abgeschlossen. Ja gut, schade. Da geht's wohl nicht raus. Zwergenschmied, labern wir mal mit dem. So, erstmal speichern. Boah, ist das viel Zeug hier, ne? Was soll denn die ganze Autosaverei? Außenbereich von Kaer Morhen. Das ist ja uralt. So, hier speichern wir mal. So. Grüß dich. Boah, ein Bart. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Was ein Bart. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemens gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen, speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Ja? Der Typ, ey. Ich muss mein Schwert neu spielen lassen? Was ist das denn? Hä? Lager? Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Links klickt auf Schmieden im Dialog, dann wählt den Schwerttyp. Ihr braucht mindestens 3 Meteoritenteile, um ein neues Schwert zu bestellen. Außerdem können Schmiede Runen in euer Silberschwert brennen. Ihr braucht mindestens 3 Runen, damit sie in die Klinge gebrannt werden können. Okay. Ja, stimmt. Hexer benutzt eben Schwerter aus Meteoritenstahl. Als, ja, normale Stahlschwerter. Hier ist noch Platz für ein Silberschwert, aber das haben wir noch nicht. Hier haben wir bisher nur ein ganz normales Silber, Hexer-Stahlschwert. Aber kann ich ihm vielleicht das hier verkaufen? Für 40? Yep. Und den Dolch auch. Zack. Geil. Aber schon ein bisschen mehr Kohle. Ja? Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Könnte ich hier in der Gegend welchen begegnen? Wollt ihr mich überrumpeln oder seid ihr nur neugierig? Wie auch immer. Von mir erfahrt ihr nichts. Okay. Kein Problem. Ich möchte euch keine Schwierigkeiten machen. Sprechen wir von etwas anderem. Ja?
Ja, mit Anderlingen über Skyatel zu reden ist ein sensibles Thema. Ich glaube, hätte ich das andere gesagt, ob er mit ihnen handelt, wäre ich meine mich zu erinnern, dass er beleidigt wäre und ich ihn erstmal eine Weile nicht mehr ansprechen könnte. Oder nicht mit ihm handeln. Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Warum passen Schäfte in Scheiden? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Menschen konnten Zwerge und Elfen nie ausstehen. Was weiß ich, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe. Tja, dann denkt halt mal eine Weile drüber nach. Oder geht zu Brock, dieser Made. Mit Fremden rede ich nicht darüber. Klar. Ja? Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir drei verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Geil. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwert haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. 35 Orens Schwertfett. Sollen wir es kaufen? Keine Ahnung. Ja, komm, nehmen wir es mal mit. Diese Schmiere steigert die Qualität rostiger Waffen. Ist aus Schweinefett und noch ein paar Zutaten. Hör zu. Hör zu? Ich habe zu arbeiten. Okay, das war's wohl. Was haben wir hier jetzt? Da. Kinfriedöl oder Zinfriedöl. Ja, das ist mal Zinfriedöl. Fügt einer verwundeten Kreatur paralysierende Schmerzen zu. Oh, das ist praktisch. So, nice. Wer hat uns hier gerade die Formel gelehrt? Für 35 Orens war es völlig worth. Effekt. Eine mit dieser Substanz bedeckte Klinge fügt den verwundeten Wesen lähmende Schmerzen zu. Kreaturen, die keinen Schmerz empfinden, sind gegen diese seine Effekte immun. Dieses Öl wird hergestellt durch Mischung von Zutaten, die ein Maß Vitriol, ein Maß Äther, ein Maß Hydrogenum und zwei Maß Karmin enthalten. Sehr hochwertiges Fett muss als Grundstoff verwendet werden, langanhaltend. Die Formel für diese Substanz stammt aus der Stadt Zinfried, wo sie weiterhin von finsteren Charakteren genutzt wird. So. Nice, das war geil. Da ich das Geld ausgegeben habe, gehe ich die Typen da drin kloppen, damit ich hier Geld reinkriege, hä? Weil die wollen ja wieder. Die haben wieder Bock. Hey, wer ist das denn? Declan Leuwarden. Der ist neu. Ein Geiger, ein Spieler, ein Antiquar. Oh Leute, das verspricht interessant zu werden. So, ist da hinten noch jemand? Kein Grund zur Eile. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ja, bestimmt. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Tja. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Mein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Sind sie vielleicht gezinkt? Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Visima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Visima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein. Ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Ja, aber ich will spielen. Was ist da los? Lebt wohl. Ich muss gehen. Ich mag alle, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Hey, ich will spielen. Was soll das?
Naja, nicht wohl. Geht wohl nicht, schade. Wer ist das? Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Was hast denn du? Bücher. Das Buch der Tiere enthält Informationen über Hunde und Wölfe. Feldpflanzen, Alchemie Silikaniens, Sumpfungeheuer. Den habe ich schon. Ja, steht sogar. Ihr habt dies bereits gelesen. Boah, ja. Das kann ich mir halt nicht so wirklich leisten alles. Aber das Wertvollste sind eben Bücher, die mich etwas lehren. Was? Nicht du. Geh weg. Der da. Antiquar. Sprich mit mir. Verdammt. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. Der ist ja ganz schön melancholisch. Lebt wohl. Wer ist das? Ein Reisender? Verdammten Eichhörnchen greifen Konvois an, genau wie im Krieg. Bauer. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Aha. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Abigail verkauft eine Salbe die für auch. Pusteln. Ja, ja. Menschen und Anderlinge bezahlen die doppelte Wahlsteuer. Ein Skandal. König Voltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Das verheißt nichts Gutes. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Er wollte 3 Kronen. In Ohrens wären das. Trinken was mit mir. Ja, der schon wieder. Lebt wohl. Ich werde immer besoffen, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Hey, Kalkstein ist wieder da. Hört einfach zu. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Du mich auch. Wer sollte das sein? An den Kerl, der vor der Mauer gestorben ist. Der Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken, wie aus den Balladen. Was für ein Zufall. Viele müssen euch für Geralt halten. Ja, so manch einer. Diese Lieder müssen populär sein. Meister Rittersporn, der größte aller Barden, singt diese Balladen seit Jahren. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Kunst ist Balsam für die Seele, nicht wahr? Aber ich muss auch essen. Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag? 5 Orenz. Ja, komm, warum nicht? Unterstützen wir mal die hiesige Kunst. Eine Schlange, wüst und kalt, biss eine Hexe ins Bein. Die Hexe verflucht sie mit einem Zauber gar alt und sagt, bald wirst du gestorben sein. Dafür habe ich 5 Orenz rausgeworfen. Schaut zu jenem Forst. Ja, ich dachte schon. Seht des Wolfes Freudentanz. Er bleckt frohe Zähne, hüpft und wedelt mit dem Schwanz. Woher kommt dies edle Tier? Warum gebärdet es sich so? Gewiss ist's nicht verheiratet, sonst wäre es nicht so. Schaut zu jenem Forste. Ja, das war's wohl. Des Wolfes Freudentanz. Er bleckt froh die Zähne, hüpft und wedelt mit dem Schwanz. Schaut zu jenem Forste. Seht des Wolfes Freudentanz. Er bleckt froh die Zähne. Umpa, 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 umpa. Mit dem Schwanz. Woher kommt dies edle Tier? Warum gebärdet es sich so? Gewiss ist's nicht verheiratet. Sonst wäre es nicht so froh. Schaut zu jenem. Ja, gut, das war's wohl. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. So. Mit dem Schwanz. Nochmal speichern, dann kloppen wir uns wieder. Ja, habt ihr gesehen? Schöne Animation jetzt am Tag. Wollt ihr? Jo.
keinen Fall. Wollt ihr? Immer das Doppelte von dem, was sie automatisch bieten, nehmen sie höchstens an. Bei dem hier 10. Bei ohne dem eine 10 bietet 20. Naja, dieses Mädchen verpasst hier gleich einen Satz warme Ohren. Nachdem ich den Alten hier verdroschen habe zum zweiten Mal. Ja, Wollopper, du wolltest es nicht anders. Ja, Geralt, komm, genug angegeben hier. Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Thanks, Bro. Au, au, alles das jemanden zu schlagen. Keine Herausforderung. So, nochmal 20 abziehen hier. Also jeden Tag kann ich mich wohl einmal mit denen kloppen. Ach, komm schon. Ich? Wir? Ja, ja. Komm rum, Junge. Komm rum. Ihr kämpft wie ein Mädchen. So, zuschlagen und blocken und zuschlagen. Wo es eher wie ausweichen ist. Ich duck mich so runter. Und der trifft halt echt nicht. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Na, das habe ich zu früh gedrückt. Komm, der letzte. Bam, Junge. Leberhaken. Mensch, Geralt, jetzt hör mal auf hier. Das ist ja peinlich. Hast einen Bauernlümmel verdroschen. Die arme Sau. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Ich will nicht zweimal verprügeln. Keine Herausforderer? Au, au. Wir kämpfen nicht. Ihr mogelt. Ja, du nochmal. Wollt ihr verlieren? Klar, komm rum. Ich kann nochmal 20 Gold gebrauchen. Oder Orens. Ich... Wir... Ihr kämpft wie ein Mädchen. Oh, 15. 15 Damage. Komm, einer noch. Oder zwei. Ja, das ist der letzte. Bam. Bam, bam. Pass, Junge. Komm ran. Boots. Taekwondo. Mach kaputt. Voll auf die Nase, Boots. Ja, was ist jetzt los? Ich dachte schon, es ist aufgegangen. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Ja, ja, ja. Lappen, alle, wie ihr da steht. Du und du und du. Du und du und du. Was war hier? Nix. Tja. Schade, dass nicht zweimal verprügelt werden will. Ein Bard? Ah, der Kerl. Ja, ja, ist ja gut. So, wer ist das denn hier? Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Ja, das sieht aus wie der fette Kräuterkundler. Leuwarden, Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Kenn ich. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Ja, klar doch. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Ja, bestimmt. Eine neue Quest. War noch zu melden? Neuigkeiten? Hell no. Ja, man kann handeln mit ihm.
Ah, als Schmuckhändler. Schaut mal hier, 120. Aber ich werde den erstmal behalten, den Ring. Ich habe jetzt nicht so wirklich Geld sorgen. 80. Und für den Saphir gerade mal 30? Das ist ja lächerlich. Silberner Ring mit Rubin. Ja, komm, die hauen wir mal weg. Und den Saphir hier auch. Goldener Diamantring ist mir zu teuer, den behalte ich erstmal. Aber wir haben hier Feuersteine. Komm, ich hau die mal weg. Zack. Und die beiden behalte ich. So muss das. Der hat hier mehr Schmuck. Ja, alles uninteressant. Okay. Gut, Leute. Ich denke, das war's. Ich werde die Folge hier beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Let's Play, mit dem Witcher und mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Witcher. Haut rein.